Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chessalyze, Gunnis YouTube-Kanal. Ja, mit dem heutigen Video möchte ich eine kleine Serie starten und zwar beschäftigen wir uns mal mit Eröffnungen. Und zwar mit einer bestimmten Eröffnung, die sich mit Weiß gegen das sehr oft anzutreffende Sizilianisch wendet. Natürlich kennt ihr alle die Zugfolge E4, C5, wie man hier ja sehen kann. Sehr oft gespielt im Blitz, im Bullet und im Schnellschach und im klassischen Schach sowieso. Und oft sieht man den offenen Sizilianer, sogenannte offene Sizilianer. Ich möchte euch in mehreren Videos mal in die Geheimnisse einweihen, wie man mit Weiß gegen Sizilianisch vorgehen kann. Nicht muss, aber kann. Und im zweiten Teil dieser kleinen Videoserie möchte ich dann aus der Sicht des Schwarzen euch mal zeigen, wie man mit Sizilianisch gegen Weiß spielen kann, gegen die weißen Pläne. Aber beschäftigen wir uns heute mal mit der weißen Farbe, denn man muss keinen offenen Sizilianer spielen. Ich erkläre es auch für Leute, die nicht so viel Ahnung haben vom Schach vielleicht. Weiß eröffnet sehr gerne mit dem Königsbauern E4, weil er gleich hier die Zentrumsfelder auf D5 und F5 kontrolliert und besetzt, quasi das Zentrum sofort angreift. Die Idee C5 zu spielen, viele sagen ja, das ist die beste Antwort gegen E4, kann man darüber streiten, ist natürlich, kann man so nicht sagen, E5 ist natürlich genauso absolut in Ordnung. Aber C5 begründet die sogenannte sizilianische Verteidigung. Eine der meistgespielten Varianten mit Schwarz, Eröffnungen mit Schwarz. Allerdings ist es auch so, dass es dazu so viel Theorie gibt. Man kann das unmöglich in ein paar Videos alles erschlagen sozusagen. Aber wir können uns auf bestimmte Systeme konzentrieren. C5 hat natürlich die Idee, quasi das Feld D4 unpassierbar zu machen für den Weißen. Gut, es gibt jetzt hier auch Eröffnung mit D4 und C3 und so weiter, aber das mal an einer anderen Stelle vielleicht. Und Schwarz bereitet quasi eine bestimmte Struktur vor, die er gerne erreichen möchte und die ist auch gut. Meistens antwortet Weiß jetzt mit Springer F3 und wir beschäftigen uns mit dem Zug Springer C6 und jetzt könnte Weiß hier D4 spielen. Das würde den offenen Sizilianer einleiten. Es gibt dafür so viel Theorie. Sparen wir uns an der Stelle mal, sondern ich möchte euch ja eine besondere Waffe mit Weiß an die Hand geben. Weiß kann hier anstelle von D4, der Zentrumssprengung bzw. der Zentrumsbesetzung, auch einen anderen Zug machen, der sehr gut ist, nämlich Läufer B5. Diesen Zug zu verstehen, bedarf einiges an Aufmerksamkeit und an Wissen. Warum macht Weiß Läufer B5? Nun, das Ziel ist es, den Läufer abzutauschen. Das hat den Grund, dass der schwarze Springer diese wichtigen zentralen Zentrumsfelder nicht mehr kontrolliert. Weiß gibt also quasi freiwillig sein Läuferpaar auf, aber erlangt dadurch sehr angenehmes Spiel. Es gibt noch ein paar Feinheiten, die zu beachten sind, wenn man das tut, aber dazu komme ich noch. Ich habe euch übrigens mal eine Beispielpartie anhand einer Beispielpartie stelle ich euch mal diese sogenannte Rossolimo-Variante, dieser Rossolimo-Angriff des Weißen vor, so nennt man das nämlich, der begründet sich mit Läufer B5. Ich möchte euch noch ganz kurz einen kleinen Einschub geben. Wenn Schwarz, ich muss mal zurück, nicht Springer C6 spielt, sondern D6, das ist auch einer der meistgespielten Züge, dann gibt es auch die Möglichkeit, Läufer B5 zu spielen. Aber dazu kommen wir in einem anderen Teil der Videoserie. Wir beschäftigen uns heute mit dem schwarzen Antwortzug Springer C6 und dem sogenannten Rossolimo-Angriff des Weißen, der sich durch Läufer B5 begründet. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, die Beispielpartie, die ich hier vorliegen habe, die ich euch zeigen möchte, die wurde gespielt erst vor kurzer Zeit zwischen dem neuen, jungen deutschen Großmeister Louis Engel und dem FM Lukas Schulz. Ihr seht, elotechnisch ist das ein ziemlicher Unterschied, aber
solange beide Spieler ihre theoretischen Kenntnisse haben über diese Eröffnung, spielen Elo-Unterschiede keine so eine große Rolle. Okay, also Läufer B5, das ist ein besonderer Zug gegen Sizilianisch und den schauen wir uns mal an. Die meistgespielte Antwort auf Läufer B5 ist hier G6. G6 macht absolut Sinn. Es gibt auch noch die Möglichkeit, hier E6 zu spielen, aber auch dazu kommen wir später in einem anderen Video. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit E6. Wir schauen uns heute die meistgespielte Antwort von Schwarz an, G6. Das hat natürlich den Sinn, den Läufer nach G7 zu entwickeln, auf diese schöne Diagonale hier, völlig klar. Und Weiß hat jetzt hier zwei Antwortmöglichkeiten im Prinzip. Entweder er rochiert sofort weg oder er schlägt direkt auf C6. Wir bleiben mal bei unserem Plan. Wir haben ja Läufer B5 gespielt, um den Läufer gegen den Springer abzutauschen. Das tun wir auch. Läufer schlägt C6. Und Schwarz kann hier natürlich mit dem B-Bauern zurücknehmen. Auch das wird ein Extra-Video. Aber wir gucken uns mal die Hauptvariante, also die meistgespielten Antwortzüge an, die in diesen Systemen einfach gespielt werden. Man kann hier mit dem B-Bauern nehmen, das ist kein Fehler. Aber häufiger wird man antreffen, D schlägt C6. So kam es auch in dieser Partie. So, Weiß spielt hier D3. Ja, macht die Läuferdiagonale frei, stützt seinen Bauern auf E4, bereitet Springer C3 vor und solche Manöver. Na gut, Schwarz hat ja G6 gespielt, um seinen Läufer zu entwickeln. Völlig klar, so also völlig nachvollziehbar. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr mit dem Gedankenspiel den Rossolimo-Angriff mal auszuprobieren. Dann, und ihr erreicht diese Struktur, was völlig normal sein wird, weil das ist eine der meistgespielten Rossolimo-Strukturen, die es überhaupt gibt, die ihr antreffen werdet. Dann vergesst eins nicht. Vergesst nicht diesen kleinen Zwischenzug H3. Ganz, ganz wichtig, denn wir wollen nicht, dass Schwarz hier auf G4 unseren Springer fesselt. Das ist sehr unangenehm. Wir verhindern das sofort mit H3. Dieser Zug kostet vielleicht ein Tempo, ja. Allerdings ist das nicht so schlimm, denn um diesen Zug auszuschalten, ist das Tempo gut investiert. Denn wir haben ja keinen weißen Läufer mehr, keinen weißfeldrigen Läufer, den wir dazwischen ziehen könnten. Den haben wir ja getauscht hier auf C6, ihr erinnert euch. Also H3 ist ein wichtiger Zwischenzug. Und an dieser Stelle gibt es zwei Fortsetzungen, aus denen Schwarz wählen kann. Die meistgespielten Fortsetzungen sind hier E5 oder Springer F6. Beides sind absolut in Ordnung, beide Züge. Am häufigsten wird man hier wahrscheinlich Springer F6 antreffen. Wenn Schwarz hier Springer F6 spielt, dann verfolgt Weiß einfach seinen Plan. Wir entwickeln unsere Figuren. Ganz gesunde Struktur. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Bauernstruktur bereits. Wir spielen Springer C3, entwickeln unseren Springer. Und die Idee des Schwarzen ist hier, Springer D7 zu spielen. Warum? Ganz einfach. Er möchte E5 spielen, rochieren und vielleicht sogar mal F5 spielen. Außerdem verhindert oder deckt dieser Springer den Bauern auf C5. Wenn wir uns mal die schwarze Struktur anschauen, die ist auch gesund, aber die ist ganz leicht geschwächt. Dieser Doppelbauer ist jetzt nicht ein Weltuntergang, aber es ist eine leichte Schwächung der schwarzen Bauernstruktur. Das haben wir erreicht, indem wir unseren Läufer hier abgetauscht haben auf C6, auf Kosten des Läuferpaares. Aber es gibt natürlich absolute Spezialisten, die sich mit diesen schwarzen Strukturen extrem gut auskennen. Und wer wäre da als erstes zu nennen? Natürlich Magnus Carlsen. Der spielt das sehr gerne mit Schwarz, kennt sich natürlich perfekt aus. Gut, schauen wir uns mal Springer D7 an. Alternative, man könnte auch rochieren hier. Springer D7. Und jetzt entwickelt Weiß einfach seine Figuren weiter. Wie gesagt, Figurenentwicklung, gesunde Strukturen schaffen, nicht künsteln. Und Schwarz wird E5 spielen hier. Ganz klar. Er muss auch dieses Feld kontrollieren, nicht dass Weiß zu früh zu dem Bauern Durchbruch D4 kommt. Also E5 ist der richtige Zug. Jetzt spielt Weiß Dame D2. Mit der Idee,
den Läufer hier abzutauschen auf H6 eventuell. Also sollte Schwarz hier zum Beispiel rochieren, dann spielen wir, ich kann es ja mal hier zeigen, dann spielen wir Läufer H6. Und das spielt so ein bisschen dem Weißen schon in die Karten. Denn diesen schwarzen Schutzläufer abzutauschen, hat langfristige Vorteile für Weiß, um Königsangriffe zu starten. Wir entfernen quasi eine wichtige Schutzfigur des schwarzen Königs. Das wird Schwarz eigentlich nicht zulassen wollen. Deswegen wird Schwarz oftmals nach diesem guten Zug Dame D2 hier auch ein Tempo aufwenden, um das zu verhindern, das Läufer H6. Er wird hier wahrscheinlich H6 spielen. H6 ist hier ein guter Zug. Natürlich kann man sagen, hey, jetzt kann ich ja nicht mehr rochieren, weil dann hängt der Bauer auf H6. Ist aber nicht so schlimm in diesem Fall, weil Schwarz hat sehr gute Züge im Zentrum, die er ausführen kann. Dazu kommen wir noch. Das heißt, H6 ist hier ein sehr guter Zug, um einfach diesen Abtausch rauszunehmen aus der Stellung. Weiß hat vorhin ein Tempo aufgewendet, um Läufer G4 zu verhindern. Schwarz hat nun Tempo aufgewendet, um Läufer H6 zu verhindern. Okay. Weiß wird rochieren. Und jetzt Schwarz B6. Völlig klar. Der Läufer muss entwickelt werden. Hier hat er nichts mehr verloren. Also stellt er sich nach hier, nach B7 in der Regel. Manchmal sogar nach A6, das gibt es auch. Sieht man aber seltener. An der Stelle muss man weiße Pläne kennen. Das ist eben das, wenn ihr Rosso-Limo-Angriff spielt mit Weiß, müsst ihr die Pläne kennen. Diese Stellung, die wir jetzt hier sehen, die wurde übrigens in der Partie zwischen Louis Engel und Lukas Schulz nicht erreicht. Wir kommen gleich zu der Partie zurück. Sondern wenn ihr diese Stellung am Brett habt, dann müsst ihr wissen, wie geht's weiter. Das ist ja oftmals auch ein ganz kritischer Punkt. Man hat eine gute Stellung, man hat gesunde Struktur, man hat entwickelte Figuren, aber wie geht's weiter? Einer der wichtigsten Pläne, die man hier kennen sollte, ist der Zugspringer H2. Der bereitet ein F4 vor. Und F4 ist hier auch eine wichtige Ressource, um den schwarzen König zu attackieren, besonders dann, wenn er rochiert haben sollte. Jetzt habe ich euch ja vorhin schon gesagt, Rochade von Schwarz ist nicht möglich aktuell, weil sonst der Bauer auf H6 hängt, aber das ist nicht so schlimm, ist es auch nicht. Denn Schwarz hat hier einen ganz wichtigen Plan, den man auch als Weißer kennen sollte, nämlich den Zugspringer F8. Dieser Zug, der plant, seinen Springer nach E6 zu stellen oder nach einem eventuellen G5 den nach G6 zu stellen. Das ist der Hintergrund von Springer F8, was ein sehr guter Zug ist. Und wir müssen hier tätig werden als Weißer. Wir können nicht warten, dass Schwarz jetzt sich absolut gesundet, stabilisiert. Wir müssen jetzt aggressiv und aktiv werden. Deswegen ist hier F4 der richtige Zug. Schwarz wird hier nehmen, meistens, weil es der beste Zug ist. Läufer schlägt F4, aber jetzt eben Springer E6. Wir gehen zurück mit dem Läufer und jetzt hat Schwarz eben diesen Zug Springer D4. Das ist oft das Kritische gegen den Rosso-Limo-Angriff. Schwarz kann, wenn er gut spielt, dieses Feld D4 besetzen. Ihr seht, Schwarz hat noch nicht rochiert. Es ist nicht so schlimm, denn er hat, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wichtige Züge im Zentrum, die seine Stellung stabil und in der Balance halten. Das ist auch eine theoretische Grundstellung immer noch, obwohl wir bereits jetzt im 14. Zug angekommen sind, ist das eine bekannte theoretische Stellung. Weiß kann hier zum Beispiel Springer D1 spielen, um zum Beispiel Züge wie C3 vorzubereiten, um den schwarzen Springer zu vertreiben. Dann gibt es Züge wie Läufer E5. Ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen. Das plant natürlich Dame D6 mit dem Schlagen hier. Deswegen ist König H1 hier ein sehr, sehr guter Zug. Auch diese Ressource König H1 zu kennen, ist sehr wichtig. Denn jetzt kann man nach Dame D6 einfach Läufer G1 spielen und diesen Springer verteidigen. Und der möchte natürlich irgendwann mal hier auftauchen oder hier auftauchen, aber erst, wenn er nicht mehr so vorteilhaft getauscht werden kann. Also erstmal C3, den schwarzen Springer vertreiben. Und diese Stellung ist ausgeglichen. Das kann man so sagen. Okay. Erinnert euch, wir kommen mal zurück zu der Partie zwischen Louis Engel und Lukas Schulz. Ihr erinnert euch also an
H3 an das Tempo, was wir aufgewendet haben, um den Zugläufer G4 zu verhindern. Und Schwarz hat eben die Möglichkeit, Springer F6 zu spielen, haben wir gerade uns angeschaut. Oder E5. In der Partie, die uns vorliegt, kam E5. Gut. Was tun wir jetzt als Weißer gegen E5? Was man gegen Springer F6 spielt, habe ich euch gerade gezeigt. Könnt ihr das Video nochmal zurückspulen, wenn ihr es vergessen haben solltet oder morgen nochmal gucken wollt oder die nächsten Tage. Aber was passiert auf E5? Nun, Louis Engel hat hier einen sehr guten Zug gespielt. Es ist aber nicht der einzige, der möglich ist. Weiß hat hier die Möglichkeit, Springer C3 zu spielen. Natürlich. Die Entwicklung, wie in der Variante vorher auch. Oder er kann auch den Läufer nach E3 stellen, diesen Bauern angreifen. Auch möglich. Auf Läufer E3 wird mit 100% Wahrscheinlichkeit B6 kommen. So wie auch in der anderen Variante. Es geht halt darum, den schwarzen Läufer zu entwickeln und den Bauern auf C5 zu stützen. Man muss es aber nicht machen als Weißer. Man kann auch noch ein bisschen warten. Und ich finde diese Idee eigentlich relativ gut, die Louis Engel hier gespielt hat. Die ist nicht neu, aber meistens trifft man hier halt auf Läufer E3 oder Springer C3. Aber wir können ja mal auch ein bisschen was, ich sag mal, Alternatives spielen, nämlich A4. A4 gefällt mir sehr gut an der Stelle. Denn wir verhindern ein B5. Ein B5 und können vielleicht sogar selber mal A5 spielen. Irgendwann, um einfach dieses schwarze, mächtige, diese Bauernmasse zu kontrollieren und ein Vorziehen irgendwie, ich sag mal, nicht sinnvoll erscheinen zu lassen, dadurch einfach, dass wir Unruhe in diese Bauernstruktur bringen mit dem Zug A5. Also wenn Weiß hier zu A5 kommt, ist das ein sehr guter Zug und deswegen kann es sein, dass Schwarz hier zu A5 greifen wird. Muss nicht sein. Man kann hier auch Dame E7 spielen. Aber zu Dame E7 komme ich noch. Wenn man hier, das ist jetzt ganz wichtig, passt gut auf, wenn man hier Dame E7 spielt, was ein möglicher Zug ist, dann kann Schwarz das nur tun, wenn er nicht A5 spielt. Was passiert, wenn er das trotzdem tut und A5 gespielt hat? Dazu kommen wir gleich. Sollte Schwarz hier zu Dame E7 greifen, dann spielen wir unseren Plan mit A5. Und Weiß steht sehr, sehr gut. Wir haben zwar die Entwicklung ein wenig vernachlässigt hier, aber wir haben diese schwarze Bauernstruktur relativ festgelegt. Es ist nicht mehr so einfach, B6 zu spielen, weil den können wir einfach nehmen. Und Schwarz kann nicht wieder nehmen, weil der Turm hängt. Hier, ihr seht schon. Deswegen wird Schwarz hier wahrscheinlich zu Springer F6 greifen und so weiter. Und da komme ich auch noch mal zu einem Punkt. Wenn wir Springer F6 sehen, dann ist es wichtig zu wissen, dass wir durch dieses Manöver A4, A5 und die Festlegung der schwarzen Struktur uns ein Feld erkämpft haben, nämlich das Feld C4. Und das zu besetzen, das ist oft im Rossolimo ein wichtiger strategischer Faktor. Beispielsweise könnte man hier jetzt Springer D2 spielen. Man könnte auch Springer A3 spielen. Ziel ist es jedenfalls, das Feld C4 zu besetzen. Und ihr seht schon, mit unserem Manöver A4, A5 kann Schwarz das nicht mehr so gut abwehren. Das heißt, den Springer hier auf C4 zu etablieren, ist ein guter Plan. Wenn Schwarz allerdings nicht Dame E7 zieht an der Stelle hier, sondern A5. Ich gehe nochmal einen Zug zurück. Hier. Nach A4. Wenn er A5 spielt, um eben unseren eigenen Plan A5 zu blockieren, dann kann er das tun. Das kann er tun. Das ist ein absolut legitimer und guter Zug. Aber dann darf er nie mehr Dame E7 spielen. Und ich zeige euch auch warum. Wir sind jetzt wieder in der Partie zwischen Louis Engel und FM Lukas Schulz. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr verstehen müsst. Deswegen auch diese Videoserie. Wie gesagt, es ist nur erster Teil. Rossolimo-Angriff, faszinierende Ressource mit Weiß. Wenn wir hier wieder auf den Plan gehen, das Feld C4 zu besetzen, dann tun wir das mal mit Springer A3. Warum nicht? Ja, man könnte das auch hiermit tun, aber warum nicht über A3? Dann verstellen wir unseren Läufer nicht. Springer A3 ist völlig in Ordnung. Und wenn Schwarz jetzt Dame E7 zieht, dazu kommen wir gleich, das ist ein gravierender Fehler.
Schwarz muss hier Springer E7 spielen oder Dame C7 oder Läufer E6. Das sind eigentlich die, oder vielleicht sogar F6. Das sind die vier Optionen, die Schwarz hat. Die führen alle zu relativ ausgeglichenem Spiel. Wenn Schwarz hier Dame E7 zieht, wie es in der Partie geschehen ist, dann passiert Folgendes. Springer C4. Okay. Und jetzt seht schon, wir gucken hier in eine Lücke auf B6, würde den Turm und den Läufer angreifen. Außerdem haben wir noch eine ganz andere wichtige strategische Ressource. Durch das Besetzen des Feldes C4 mit dem Springer greifen wir auch oder machen Druck auf den Bauern E5. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, Schwarz hat ihn ja verteidigt, deswegen hat er ja Dame E7 gespielt unter anderem. Aber das Ganze hat ein Problem. Wenn Schwarz hier zum Beispiel das verhindert, dass Weiß hier rein jumpt, dann kann er Turm A6 spielen, wie in der Partie geschehen. Und er steht jetzt strategisch schon auf Verlust. Wir gucken uns mal an, warum das so ist. Was zieht man großmeisterlich hier mit Weiß? Wir spielen Läufer D2, ein ganz stiller Zug. Und dieser Zug gewinnt schon einen Bauern letzten Endes. Denn dieser Bauer hängt, ihr seht das. Und man könnte natürlich sagen, naja, den kann ich ja mit B6 stützen. Kann ich eben nicht. Wenn wir den mit B6 stützen, was haben wir dann für eine Ressource? Jetzt können wir tatsächlich auf E5 nehmen. Denn nach dem Nehmen, Schlagen und die Dame schlägt, ihr seht schon, was wir haben, Läufer C3 und gewinnt diesen Turm und damit auch die Partie. Das ist ein ganz wichtiger strategischer Punkt im Rossolimo, den ihr unbedingt euch merken müsst. Diese Optionen hier, diesen Läufer auf, upsala, diesen Läufer auf diese ganz starke Diagonale zu bringen. Das sieht man oft im Rossolimo, nicht immer, kommt von den schwarzen Antworten. Aber ihr seht schon, was Dame E7 für ein Problem hat. Also nach Turm A6 hier und Läufer D2 hat Schwarz schon ein gewaltiges strategisches Problem, denn er verliert einen Bauern. Springer F6. Okay, dem liegt auch ein taktischer Trick zugrunde. Den zeige ich euch jetzt. Was auf B6 passiert, haben wir gerade gesehen. Aber jetzt rochieren wir einfach mal weg als Weißer. Uns läuft es ja nicht weg, diesen Bauern zu nehmen oder diesen Bauern zu nehmen. Es sind beide angegriffen, es können nicht beide verteidigt werden, so einfach. Deswegen können wir uns die Zeit für die Rochade nehmen. Auch Schwarz rochiert. Gut, jetzt nehmen wir auf E5. Und Springer F6, ihr erinnert euch, hat den kleinen taktischen Trick, dass Schwarz jetzt hier auf E4 nehmen kann. Also aufpassen auf solche taktischen Tricks. Allerdings reicht das hier nicht mehr aus. Die schwarze Stellung ist eigentlich nach Dame E7 bereits strategisch verloren. Hier nimmt man einfach auf E4. Läufer schlägt E5. Wir wollen ja unsere Figur zurückhaben. Springer schlägt E5. Dame schlägt E5. Und jetzt erreichen wir genau das, was wir immer vorhatten. Wir sagen, dieser Läufer ist ein Monster auf C3 und der Bauer auf E4 interessiert uns nicht. Im Gegenteil, den soll Schwarz haben, denn der blockiert eigentlich unsere Turmaktivität. Und außerdem steht Schwarz so richtig schlecht entwickelt durch den Turmzug nach A6. Der müsste erst hier solche Manöver führen. Dazu müssen wir vorher noch den Läufer ziehen. Also das ist eigentlich eine Ruine. So schnell geht das im Rossolimo oft. Läufer C3, Dame nimmt E4 und jetzt einfach Turm E1. Wahnsinn. Also die weiße Stellung ist strategisch total gewonnen, aber wie setzt man es um? Ich zeige euch jetzt mal, wie diese Partie hier ausgegangen ist. Es kam Dame F4, provoziert G3. Das ist eine ganz leichte Schwächung hier vom weißen Königsflügel, aber nicht wirklich wichtig. Dame F5 und jetzt eben der ganz feine Zug Dame D2. Schwarz nimmt hier. Wir haben zwei Bauern gegeben als Weiße, aber durch die Aktivität und diese fantastische Entwicklung ist die Stellung klar gewonnen. Es gibt hier mehrere Ziele, die nach Rom führen. Zum Beispiel Dame D6 ist ein Gewinnzug, kann ich euch mal zeigen. Dame D6, zum Beispiel Läufer E6, wenn Schwarz sich endlich entwickeln würde. Aber dann haben wir zum Beispiel Züge wie Dame E5 droht schon matt hier. Und
Ja, man kann das nicht mehr abwehren. Ja? Dame H6 nützt nichts, wegen Dame H8 matt. Es gibt hier keine Rettung mehr. Man muss vielleicht gar nicht Dame D6 spielen. Das würde am schnellsten gewinnen. Aber man kann hier auch zum Beispiel wie in der Partie geschehen Turm E4 spielen. Auch das gewinnt. Schwarz hat keine sinnvollen Züge. Es droht eben Turm H4 manchmal sogar. Die Turmverdopplung droht. Einstieg auf E7. Läufer F6, ihr seht schon, es ist ein Wahnsinn, welche Möglichkeiten Weiß hier hat und Schwarz eben nicht. Schwarz hat hier übrigens B5 gezogen, im Mute der Verzweiflung noch, aber jetzt einfach Turmverdopplung, B4 kam noch, der Läufer stellt sich nach F6 rein, ich habe es eben schon mal skizziert und ja, was tun wir jetzt? Die Dame, die ist ja immer quasi an den Punkt H6 gebunden, damit nicht dieses Mattmotiv auch auftaucht. Man kann jetzt die Dame nach F5 ziehen, um den Läufer anzugreifen, aber das reicht nicht. Schaut mal, der Läufer geht nach E7. Schwarz entwickelt seinen Läufer. Hier wollen wir natürlich nicht nehmen, weil der Läufer ist zu wichtig für unseren Mattangriff. Und jetzt haben wir diesen wahnsinnig feinen Zug G4, der die Dame befragt. Und an der Stelle hat FM Lukas Schulz die Partie auch aufgegeben. Sie ist total verloren. Wo geht die schwarze Dame hin? Weiß ich auch nicht. Zum Beispiel nach D5 als Beispiel. Ja, dann haben wir Dame H6. Und ja, gegen dieses Manöver gibt es keine Verteidigung mehr. Vielleicht kann man hier auch nach F3 noch gehen. Aber auch das würde zum Beispiel solche Züge ermöglichen. Also ihr seht schon, das ist total verloren. Wenn man nicht Turm E3 spielen möchte, man könnte auch ja, jetzt gleich Dame H6 wieder spielen. Zum Beispiel sowas. Turm geht nach E8 und jetzt könnte man hier nehmen. Also ihr seht schon, es ist strukturell einfach eine totale Katastrophe für Schwarz. Und das Ganze nur wegen Dame E7 mit Einschaltung des Zuges A5. Ganz wichtig. Merkt euch das. Wenn Schwarz A5 spielt, ist Dame E7 ein ganz schlechter Zug und ihr habt gesehen, wie man das ausnutzen kann. Natürlich muss Schwarz hier nicht Dame E7 spielen. Viel besser wäre gewesen Springer E7 oder Dame C7. Also beispielsweise, ich kann es euch mal zeigen, wenn die Dame nach C7 geht, was das richtige Feld ist, naja, dann entwickeln wir uns einfach weiter, ganz normal. Schwarz wird hier stützen mit B6, auch okay. Aber jetzt haben wir eben wieder unseren schönen Und Plan aus der Eröffnung, wir besetzen das Feld C4 mit dem Springer. Wahrscheinlich wird Läufer E6 kommen, mit dem Ziel, diesen abzutauschen. Aber wir stehen absolut fein. Wir können zum Beispiel so verteidigen. Wenn Schwarz hier tauscht, taucht der nächste Springer auf C4 auf. Die Stellung ist aber ausgeglichen. Zum Beispiel Springer E7. Und jetzt sind wir quasi am Ende der Eröffnungsphase angekommen und das Mittelspiel beginnt. Das ist eine der Ideen im Rossolimo-Angriff, der sich begründet mit dem Zugläufer B5 und der Antwort G6. Ich werde euch im zweiten Teil dieses kleinen Lernvideos über den Rossolimo-Angriff noch weitere Varianten zeigen. Aber vielleicht schaut ihr euch das Video noch ein zweites Mal an, wie man mit Weiß taktisch und strategisch korrekt spielt gegen Sizilianisch und dem gewählten Rossolimo-Angriff. Naja, also ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Sagt mir doch in den Kommentaren, ob ihr mehr dazu wissen wollt. Und dann setze ich mich natürlich gerne ran und zeige euch mehr über die Geheimnisse im Rossolimo. Ich möchte euch auch noch viel über die Moskau-Variation zeigen. Ganz kurz als Teaser, wenn Schwarz hier D6 spielen sollte und nicht Springer C6, dann kann man auch Läufer B5 spielen. Das ist die sogenannte Moskau-Variante. Die bedarf aber eigenen Videos, weil hier kann Schwarz ganz anders antworten mit Läufer D7 oder ganz modern mit Springer D7, das gibt es auch seit neuestem, oder trotzdem jetzt Springer C6. Das behandeln wir an anderer Stelle. Wie gesagt, der Rossolimo entsteht nach dem schwarzen Springer C6 und Läufer B5 und der meistgespielte Antwortzug ist eben G6 und dann kommen die weißen Strategien, Pläne zum Tragen, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ja, lasst es mich wissen. Vielleicht möchtet ihr den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich bin in Kürze wieder da für euch mit weiteren Geheimnissen aus gegen die sizilianische Verteidigung. Bis bald und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.